So, und da sind wir wieder und wir haben den Aufnahme-Button gedrückt. Bei mir ist es nämlich die F9-Taste, weil ich über Fraps aufnehme. Und ihr kennt es ja selber, also erstens, der Lichtl ist dabei. Guten Tag. Und ihr kennt es ja selber, ich bin ja im Bereich Telekom tätig, deswegen stehe ich natürlich auf einer Telefonzelle. Das macht ja vollkommen Sinn. So, jetzt probiere ich von einer Telefonzelle auf eine Laterne zu springen. Leute, das funktioniert leider nicht. Ey, wo bist denn du? Bist du schon wirklich online in meiner Welt? Warte, soll ich Position 1 nochmal drücken? Oder ich schau mal. Nee, ja doch, du bist in meiner Welt, das stimmt. Siehst du mal, dann muss ich mir jetzt kurz ein Auto aneignen. Ja, so geht das nicht. Immer schön kaufen, du. Vor allem in GTA, wo bist denn du? Bist du doch immer ganz oben, du bist doch immer irgendwo in der Map, Mist. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich meine, da ziehst du nur kurz mal deine Knifte und alle sind so böse auf dich. Ich meine, alle denken, oh, hier, er will mein Auto haben. Ich meine, natürlich will ich das Auto haben. Ein Lappen, Alter. Er hat noch nicht mal ein schönes Auto gehabt, weißt du? Ich glaube, ich kaufe mein Flugzeug. Ich glaube, das wäre ganz gut, damit ein bisschen rumzufliegen, oder? Was hältst du davon? Warum kaufst du dir das? Also, jetzt wirklich? Ja, damit es mir gehört, damit ich es auch immer hertransportieren lassen kann, wenn ich es mal verloren habe, wenn es kaputt geht. Ja, aber ich meine, es kostet doch Geld. Also, wie gesagt, ich hatte ja auch beim letzten Mal die Frage bekommen hier von wegen, Guzua, hast du dafür echtes Money ausgegeben, um da irgendwie so viel zu bekommen? Und ich so, nein, das war einfach nur mein Vorbestellerbonus. Yep. Mehr nicht. Ja, ich denke mir halt, ich kann den Vorbestellerbonus ruhig ausgeben. Ich meine, Flugzeug, da das lohnt sich. Ich hol dich gleich ab, gell? Ja, ich will erstmal mein Tail losen, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann geht's los. So. Mechaniker. Ich bin mir gar nicht sicher, wie bekommt man ein Flugzeug? Wie bekommt man. Ja? Kurze Frage noch an dich, wie geht denn das mit einem Wheelie machen und sowas? Früher ging das ja auch, das geht ja garantiert jetzt auch noch. Warte, was, ein Wheelie machen? Wheelie. Ja, ich weiß nicht, wie das geht, das habe ich mir auch schon gefragt. Ich frage mich nur gerade, wie kann ich mein Flugzeug zu mir hertransportieren? Ich meine, ich habe keinen Flughafen so. Ja, dann steht es auf einmal bestimmt neben dir. Das glaube ich aber nicht. Da vorne sitzt das Auto. Oh, ich komme mal mit dem Flugzeug hin, ja. Achso, dann hast du ein Flugzeug geklaut, oder wie? Ich hol mir gerade eins, ja. Läuft bei mir, Junge. Vielleicht mit Pegasus? Wähle ein Fahrzeug zur Lieferung. Ich denke mal, das ist der Kerbin 800. Das Flugzeug steht auf ihrem nächsten Flugplatz. Gut, dann hole ich mir das schnell ab. Das kostet zwar $200, aber das lohnt sich. So. Das heißt, ich hole dich ab mit dem Flugzeug, ja? Oder hast du selbst eins? Wir treffen uns. Wir treffen uns in der Mitte. Hast du jetzt eins? Ja, ich hab eins, natürlich. Okay, nice. War auch wieder Numlock, oder? Numlock, genau. Mit 5 kannst du weiter rauffliegen. Und so weiter. Mit 5? 5 ist in der Mitte. Ich glaube, es ist 5, mit dem du dann weiter, ich sag mal, hochsteigen kannst. Okay. Musst du probieren. Bist du noch nicht drin, oder wie? Ah, doch, ja, stimmt. Du hast recht. Ja, 5 sieht gut aus. Ja, läuft. Das hätte ich wieder nicht gewusst. Boah, geht die Kiste ab, Alter, geht die Kiste ab. Was hast denn du für ein Flugzeug? Ah, na, so eine kleine Cessna, oder wie sich das Ding nennt. Ah, okay. Ja, so, jetzt zeig mal bitte, wo du sitzt gerade. Ja, du musst auf die Karte schauen und mich da markieren mit Doppelklick. Genau, ich bin ganz unten in der Stadt, du bist mal wieder irgendwo. So, ich muss dich suchen und dann markieren. Wie geht denn das zu markieren? Doppelklick, dann ist so ein Punkt drauf, der ist, glaube ich, lila. Und dann wirst dann muss ich die Map erstmal extra auswählen, wa? Weil. Ja, genau. Ich einmal draufklicken und dann zweimal. Einmal raufklicken. Escape, dann auf die Map gehen. Ah, okay. Und da dann zweimal draufklicken. Ja, dann stürze ich doch ab. Ja, das ist. Ja, ja, das dann flieg erstmal ein bisschen weiter rauf, genau. Dann kannst du das schnell machen und. Nee, dann ich sehe dich ja, wo ich ungefähr bin. Das glaube ich nicht, weil du bist irgendwo im Nirgendwo. Nee, ich sehe dich aber. Oh, die Kiste ist ja total lahm. Oh, ich dachte, ich habe hier einen halben Jet und nix ist, ey. So, wo bist du denn? Ich sehe dich schon. Also, ich hoffe. Nee, das ist, glaube ich, jemand anderer, oder? Ich weiß nicht, du bewegst dich fort, ich kann aber nicht sagen, wohin du fliegst. Ja. So, ich habe jetzt die Frage, wie komme ich am besten auf den Flugplatz? Okay, ich denke mal, ich habe einen Weg gefunden. Ich fahre jetzt gleich über die Hollywood Hills oder sowas. Also es sind ja keine Hollywood Hills, ja.
Nicht dissen, bitte. Ja, sind die Los Santos Hills. Yeah. Okay, da ist mein Flugzeug. Sieht nicht so schlecht aus, du. Für 250.000 kann man sich da schon mal gönnen. 250, du edler Gönner, du Alter. Ja, ich habe dafür alle meine Autos verkauft, du. Bis auf meinen Dünenbuggy. Ach wie, du hast dich von deinem... Ah, jetzt sehe ich, dass du in einem Flugzeug bist. Natürlich, ja. Siehst du? Also war ich doch richtig. Und ich bin gleich bei dir. Ich habe jetzt auch nicht so das schnellste Flugzeug. Hast du so ein Sportflugzeug oder wie? Ja, so eine Cessna halt, so ein kleines Ding. Boah, jetzt sehen wir die Skyline. So, wo genau bist du denn? Ich flieg auf dich zu. Okay, ich sehe dich nämlich nicht. Ich glaube, ich sehe den Flughafen schon. Ja, das ist, ja, ich wollte gerade sagen, das ist so mit so einem langen Landefeld, ja. Könnte vielleicht... So, ich markiere dich mal. Du bist hier. Oh shit, ich stürze ab. Okay, hat funktioniert. Gut, das heißt, ich fliege jetzt auch mal zu dir, wir fliegen uns entgegen. Dann können wir uns schnell mal treffen. Weil wie gesagt, treffen wäre nicht so gut. Ja, stimmt, in der Luft ist das ein kleines Problem. So. Problem und zu Zahnausfall führen. Ah, da oben bist du. Ey, ich bin hier unten. Okay. Warte. Du bist ein bisschen weit oben, du. Ich glaube, so weit rauf kommt meine Maschine gar nicht. Ich komme ja runter. Wo bist du? Ah, okay, jetzt sind wir wieder aneinander vorbei. Ich habe gerade einen Looping geflogen. ich bin leider kaputt. Hey, was hast du getan? Die Straße hat mich berührt. Sagen wir es so. Das ist die offizielle Aussage. Okay, warte, dann hole ich dich ab, genau. Genau. Gut, es wäre natürlich etwas schwerer, auf den Straßen zu landen. Oh, ich habe einen umgestoßen, also indem ich ihn übersprungen habe. Ich denke nicht, dass ich schaffe, auf der Straße zu landen, aber ich versuch's. Ich versuch's. Da kommt er. Hat funktioniert. Ich mache mich mal auf den Weg zu dir. Hat ein Flug... da steht er. Ah, das Flugzeug hat sogar einen Rückwärtsgang, das ist schön. Ja, läuft. Ja, so ein Ding hatte ich aber auch. Ziemlich genau das gleiche oder ein ähnliches? Ähnlich, ah, okay. Nicht das gleiche. Oh shit, da steht jetzt ein Auto vor uns, das heißt, wir müssen hier so ein bisschen durchnavigieren. Genau. Nee, bei den Flugzeugen ist halt so, da fällt der Flügel recht leicht runter. Ach so, okay. Damit habe ich schon Erfahrungen gemacht. So, ich guck mal, wenn ich schieße, ich alles andere frei. Ey, okay, du kannst schießen, ich kann nämlich nicht schießen. Ja, das wäre auch komisch, wenn du während der Flugzeit hier Flugphase. Kannst du Bomben werfen? Ich denke nicht. Schade eigentlich. Oh. Alter, du semmelst jetzt nicht gerade in ein... Nee. Ich wollte schon sagen, hier, World Trade Center mäßig. Nein! Alter, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Unser Flügel ist, glaube ich, kaputt. Ah, nee, der hat sogar ausgehalten. Aber er raucht, Siehst du den Rauch? Rauchen ist verboten, Junge, Alter. Er ist erst ab 18 und das Ding ist noch keine 18, obwohl es sieht aus wie 20. Es sieht wirklich aus wie 20, vielleicht noch ein bisschen älter. Also ich weiß nicht, was machen wir? Soll ich ein Looping versuchen? Also ich habe mir selber schon Looping hingekriegt, von daher ist es nicht schwer. Wenn ich das schaffe... Oh, dein Ding ist aber echt lahm. Also meine ist schneller gewesen. Oh shit, Gusova, wir haben ein Problem, steig aus! Oh! Okay, der bisschen fail, ich habe so einen Fallschirm, aber... Hey, ich glaube, das Ding fliegt sogar noch mit... Hör, wo ist es jetzt hin? Weg ist es, Alter, weg ist es. Dein Fallschirm ist auch erstmal standardmäßig weg. Wo ist mein Flugzeug hin? Warum ist es jetzt weg? Frechheit. Okay. Na, das wurde bestimmt gesaved. So, jetzt gucken wir mal. Nee, die Karre ist nicht so schön. Komm. Nee. Wir haben schon da im Bett. Oh, da hinten, genau. Ja, warte. Jetzt tue ich so, als wäre es dein Auto. Doch, Böse, war das ist mein Auto. Nee, das ist definitiv nicht dein Auto, Junge. Doch. Nein, setz dich doch rüber. Oh Mann, guck mal, dann nehme ich mir das dahinter, das ist auch cool. Oh, hier ist ein Real Gangster. Boy. Ja, das sind Mitspieler. Ja, ach nee, deswegen meinte ich doch Real Gangster. Oh, jetzt bin ich wieder im Sterben. Ich fahr kurz zur Seite, dass wir hier nicht zu viel Stress kriegen. Okay, willst du mich mit ihnen anlegen oder willst du eher... Nee. Ach nein, ganz gechillt. Okay. Ein gechilltes Miteinander. So. Einfach gemütlich eine Zigarette essen. Oh shit, irgendwie haben wir die Bullen am Hals. Ja, ich hab eben keinen Bock auf die Bullen, ganz genau, darum geht's mir nämlich. Ich hab irgendwas im Visier. Ach so. Eine Mission? Ach, im Bordell. Nee, im Bordell, da sollen sie alle mal machen, was sie wollen. Ja, wo bist denn du?
Kuso, wo bist du? Ja, ich bin, ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß es nicht. Jetzt gucke ich einfach kurz. Ah, da. Okay, ich komme zu dir. Warte da, okay. Wo du bist. Ich habe leider 3 Sterne, das heißt, Ah ja, toll. Wisst ihr, ich warte und gucke, dass ich meinen einen wegkrieg hier. Und du kommst mit 3 Sternen an, oder was? Ja. Ich komme. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich kann den Tail immer noch nicht losen. Was soll denn der Scheiß? Bleib du mal stehen, Mann. Okay. Wir ja, müssen, dann kriege ich aber auf Sau. Wir müssen gemeinsam die Bullen fighten. Ja, dann nehme ich schon mal meine Knarre, oder was? Ja, genau. Da sind ja, nämlich, glaube ich, 6 Polizeiautos hinter mir. Ah! Das hast du nicht gerade getan. Das hast du gerade nicht getan. Ich dachte, du sitzt im Auto daneben. Ich stand daneben, Junge. Ich hab's bemerkt. Alter. Oh, ich hol dich ab. Ich hol dich ab. Ja, ja, das, dein Abholen kenne ich, Junge. Ja, ich hol dich ab hier. Hast du nicht gerade meine Karre geklaut? Nee, wir haben die gleiche Karre. So, wir haben nur leider ein paar Bullen hinter uns. Ja, egal, ich schieß auf sie. Ja, würde ich auch. So. Ich muss jetzt mal gucken. Wir haben auch einen Helikopter vor uns, das heißt, wir haben ein kleines Problem. Nein, das ist nicht okay. Ich manage das mal kurz. So. Du manage das, okay. Oh, ja, ja. Ich manage das Fahren, aber das verletzt sich. Ja, ja, genau. Du manage mal das Fahren und ich klär so, mich hier. Ich setze mir nur gerade einen Wegpunkt, und zwar hier oben. Oh, die Polizei rammt uns erstmal. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass unsere Reifen nicht zerschossen werden, weil das ist so das, wovor ich am meisten Angst habe, weil man dann eben nicht mehr gut fahren kann. So, die anderen beiden Buddies hinter uns. Ja, warum? Ja, die lenken wohl so ein bisschen die Bullen für uns ab. Okay, das ist der Heli. Er hat uns gesehen, schade. Schade. Ich guck mal. Vielleicht, dass wir bald mal in ein anderes Auto umsteigen. Das ist nämlich schon ein bisschen demoliert. Da klebt ein bisschen Blut von dir an der Heckscheibe. Ja, okay, die Heckscheibe ist nicht mehr da. Gut, das war wohl eher die Motorhaube. So, das sind jetzt noch mehr Bullenautos. Ja, warum bist du ausgestiegen? Weil ich ein anderes Auto gesehen habe. Oh, wow, anderes Auto. Tschüss. Kannst du ich bin dann mal weg. Nee, das bringt ja nichts. Die suchen dich ja. Ah, scheiße, mich auch. Ja. Schnell weg. Ah, renn, du Sau. Nee, warum rennen? Steig einfach rein, wir fahren weg. Komm her. Nein, mit deinem kaputten Auto oder was? Ja, das funktioniert ja noch super, du. Ja, Guso, erstmal hier im Pussy-Modus, du. Ja, genau, Pussy-Modus, Alter. Ja, Pussy-Modus habe ich gehört. Ich dachte, ich hätte mich vorgehört. Nee, du hast schon richtig gehört. Hier erstmal die Karre ab und dann kann ich nämlich keiner. So, jetzt kann nur noch ein Mini noch einer kommen. Ja, da kommt auch noch einer. Guso, schau mal bitte rauf. Ich chill da irgendwie oben am Balkon. Achso, okay, warte kurz. Ich hänge nämlich fest. Ja, ich sehe es gerade. Alter, warum sind hier so viele Helis? Alter, du hast das gemacht. Ich hatte nur einen Stern, Junge. Ich pack mal meine Bazooka aus. Ich hatte nur einen Stern, Junge. Das ist so klar, Alter. Legt euch nicht, nee, nicht mit dem Lichtle anlegen, sondern einfach nicht beim Lichtle einsteigen, das gibt mir Ärger. Nein, die Rakete hat verfehlt, shit. Okay, den Hubschrauber da oben, siehst du den? Jetzt siehst du den nicht mehr. Okay, ja gut, sehr gut, dankeschön. So, nicht. Das ist wieder diese Berge, die man nur bis zu einem gewissen Punkt ich bin tot. Kann, stimmt's? Ich denk schon, oder warte, was meinst du? Diese komischen Berge, die man nur, ja, klar, ich komme den ja nicht hochgelaufen. Also ich habe keine Sterne mehr, also mir geht's gut. Ja, genau. Geht's gut. Ah, jetzt, ach komm hier, den Heli will ich auch noch runterholen. Ich sag mir erstmal ein Auto und dann hole ich dich ab. Hier, yeah, auf der Tischtennisplatte. Da wird's gemacht, Junge. Da wird's gemacht. Komm, dann nehmen wir einfach dieses Schrottauto hier, ist auch egal. Gut, wo bist du? Du bist hier, ich hole dich ab. Ich manage mir gerade was. Ich komme. Sehr geil. Komm, überfahr ihn! Also jetzt Alter, die Kiste fährt sich ja wie der letzte Dreck, Alter. Ja, steig doch bei mir ein. Ja, komm mit, fahr mir hinterher. Junge, dürfte dir nicht schwerfallen, glaub mir. Oh, geil, endlich wieder überfahren. Oh, der ist... Oh, ey, die Autos sehen hier echt ziemlich cool aus, oder? Jo. So, wo bist denn du?
Ich bin jetzt rausgefahren aus diesem komischen Viertel und fahre jetzt die Straße runter. Ja gut, wir müssen aber in die andere Richtung. Ich wollte dir nämlich was zeigen. Ach so. Deshalb wäre es auch ganz gut, wenn du bei mir einsteigst, weil das etwas leichter geht. Okay, dann mach los. Fahr mal schnell rauf. Wir treffen uns wieder oben. Ich kann gerade nicht fahren. Okay, dann hole ich dich ab. Sekunde. Oh, mir hat einer in den Rücken geschossen. Oh, das hat mich verletzt. Hossa die Waldfee. Hossa die Waldfee. Aber so, oh krass, übel. Oh, die sind aber echt nicht so schlecht, war die Bullen. Nee, wir haben jetzt schon irgendwie so die Special Cops hinter uns. Ja, wir haben ein kleines Problem. Sagen wir, wie es ist. Ich hänge im Baum. Mit meinem Auto, ich hänge im Baum, gut. Du hängst im Baum? Ich hänge im Baum. Okay, jetzt bin ich rausgefallen. So, jetzt muss ich mal kurz... Ich muss hier, wie gesagt, also... Grundsätzlich, steuerungstechnisch muss ich hier noch so ein bisschen... Aber ich bin auf so einer, in Anführungsstrichen, Dachterrasse. Und es kann schon mal kein Bulle so hier hoch. Das ist nur der Heli. Nur. Ich häng fest. An der Hauswand. Super. So, jetzt habe ich einen getroffen. Lichtle hängt mal hier kurz an der Hauswand fest. Auch kein Problem. Ich regle das schon irgendwie. Ich glaube, Dauerfeuer reicht nicht, wa? Also da muss halt man... Also bei 3 Sternen sollte man eher abhauen. Sagen wir, wie es ist. Denn da sind die Bullen dann doch schon in der Überzahl. Du kennst den Video. Er holt erst den Heli runter, bevor er stirbt. So, ich komme nicht raus. Schade. Nee, ich habe eh keine Sterne mehr. Ich werde die Sterne gerade los. Das heißt, das ist gut. Oh, ich sehe gerade einen Bug. Fährst du vielleicht zu mir? Ja, klar. Oh, und zwar ist ein Heli in der... ja, wie soll ich sagen? Der hängt in... Oh, ich habe schon wieder 2 Sterne. Warum denn? Weil du schlecht bist. Ganz einfach. Aber erklärt mir das mal bitte einer. Warum kriege ich 2 Sterne, wenn ich ein Auto klaue? Weil die Bullen direkt daneben sind. Das ist... Die Bullen waren nicht daneben, glaub's mir. Doch, klar. So, ich habe jetzt keine Sterne mehr. Ich hole dich jetzt ab, ja. Ja. So, erstmal schönes Auto geiern. Das ist eine Mülltonne, das ist nicht so gut. So. Fahr mir vielleicht schon entgegen, du. Ja, okay, vielleicht kein Thema. Ich glaube, du bist zumindest da, hoffe ich. Ja, die Karre fährt sich doch schon mal geil. Das ist doch so eine Art Scirocco-Nachbau. Das ist doch cool. Fährst du mir entgegen? Ich weiß nicht, wo du bist gerade. Ja, fahr einfach die Straße nach oben. Wieder diese Hügel. Nach oben, genau. Ah, hier war jetzt gerade einer mit dem... Ich glaube, der hat... Ja, jetzt fahren wir nebeneinander, oder? Kann das sein? Nee, das ist jemand anderes. Ah, nee, das ist Hudel. Hudel, reiß dir ab die Hudel, Alter. So ein Trolle. So, ich finde das aber kein gutes Auto mehr. Alter, die haben ja echt eine fette KI, oder? Also, ich meine... Was meinst du? Na, hier, so künstliche Intelligenz und so. Meinst du die Polizisten, oder? Ja. Ich meine, wenn sie dich einkesseln, also einer hinter dir, einer vor dir, das ist schon ziemlich geil. Gut, ich komme jetzt. Ich habe mir ein Auto gesnackt. Ich komme mit ein paar anderen Autos noch. Also, ich bringe ein paar Leute mit. Okay. Ich fahre diesen komischen Berg hier hoch, ja? Ja, also warte jetzt mal. Ich muss erstmal nachkommen. Ach so, warten. Du, ich habe welche, die warten auch auf mich. So, da ist ein schönes Auto, das ist perfekt. Das heißt, ich komme jetzt so schnell wie möglich nach und dann zeige ich dir was. Und zwar brechen wir jetzt erstmal in die Militärbasis ein. Ja, sehr geil. Militärbasis. Und klauen uns erstmal Kampfjets. Ja, geil. Ich sehe mein Auto schon wieder kaputt gehen. Die Polizei hat mal wieder was gegen mich, das ist ein Problem. Egal, ich fahre einfach mal weg. Ach komm, Polizei. Lass mich doch in Ruhe. Also ich weiß auf jeden Fall, es ist kein Geländewagen hier. Ah, er hat ja übelste Bremsscheiben. Boah, die gehen voll ab, Alter. Oh Mann, also jetzt echt, hier ist es... Ist gerade Fail, ja? Ja, ist bei mir, das ist gerade irgendwie so ein Total-Crash von 10 Autos nebeneinander. Ich komme nicht mehr weg. Okay, ich fahre jetzt nach. Ich komme und dann steigst du bei mir ein und dann regeln wir das. Sag doch offiziell, es läuft nicht bei dir. Ah, ich sehe dich gerade anheuern. Genau. Also ich komme jetzt in deine Richtung. Nee, ja, genau, ich komme jetzt in deine Richtung. Ich habe leider ein paar Bullen an... Okay. Am Arsch. Am Arsch, genau. So, ich komme. Du fährst zu mir, das passt. Ich komme gerade runter. Da sind relativ viele Bullen hinter mir, das heißt... Yeah, der Guzua ist der Rampler hier. Oh, Da. Bist du von den Bullen verfolgt schon, oder? Ja, ein bisschen, ganz minimal. Ja, dann sollten wir uns jetzt ein treffen. Stern. Ja, warte. 2 Sterne. Hier, ja, steig einfach bei mir ein.
Okay, ich steig aus jetzt. Steig ein. Wo bist du? Ah, da. Okay, Moment. Dein Auto ist kaputt. Steig ein. Ja, ich steig ein. Gitschi. Boah, du bist so cool. Dein vorderer Reifen rechts ist kaputt. Ja, das ist das Problem. Die Bullen mögen uns nicht so gerne. Ja, super, jetzt haben wir 3 Sterne, weil du durch sie geschossen hast. Ach so. Ja, du wolltest die Militärbasis klar machen, also. Ja, das ist immer noch ein bisschen weiter weg, da müssen wir nämlich etwas weiter fahren. Ach so, jetzt erzählt. So, solche wichtigen Infos, die kriege ich vom Lichte dann irgendwie 10 Minuten später. Richtig. Da war ja was irgendwie von wegen, das dauert ja noch ein bisschen. Richtig. Das werden wir erstmal die Bullen los, indem wir hier ein bisschen in die Pampa fahren. Das funktioniert immer recht gut. Ja, das habe ich auch gemerkt, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da ist ein Heli, ja, ich sehe. Ja, das einzige Problem könnte der Heli werden. Da vorne ist ein Polizeiauto. Du weißt, dass das kein Jeep ist, ja? Ich merke es. Ja. Okay. Immerhin. Gut, sie haben uns wieder gesehen, egal. Ja. Fahren wir nochmal ein bisschen weiter. Ich habe jetzt den Wegpunkt markiert, das sind jetzt noch 4 Kilometer. Das heißt, es dauert ein bisschen. Ich würde sagen, auf der Strecke sollten wir ein schönes Auto finden. Werden wir es nehmen. Wir werden es uns aneignen. Richtig. Eventuell das nächste, oder? Wir überschlagen uns leicht, ist aber kein Problem. Wir haben dieses Sportauto ein bisschen in den Jeep umfunktioniert. Und das ich läuft dann auch. Ich hoffe, ich auf den Heli schießen kann. Aber mit meiner Handkraft würde das nicht so viel bringen. Alter, wenn ich kaputt gehe, Alter, dann bin ich. Nee, also im Auto ist es eigentlich. Ich sag mal so, da stirbt man relativ selten. So. Siehst du schon die Militärbasis vor uns? Ich schieße erstmal voll auf die Heli-Glocke. Direkt vor uns diese Militärbasis. Okay, Moment. Ja. Ja, genau, da wollen wir rein. Okay. Na, da waren wir doch schon mal bei einer Mission drin. Nein, das war was anderes. Achso, okay. Alter, du hättest den du hättest den fast im Sturz langsam Teil 5-Style gekillt. Hätte ich? War er direkt über uns? Das wäre krass gewesen. Das wäre richtig krass gewesen, oder? Aber ich denke mal, dass wir da auch drauf gegangen wären. Unser Auto ist leicht demoliert. Ich probiere halt, wie gesagt, den Heli auch noch. Unser Auto breakdance gerade ein bisschen. So, ja. Hallo, komm. Schade, ich bin nicht bereit zu schießen, das ist klar. Ja, wir überschlagen uns leider etwas öfter. Ja, genau. So, es sind jetzt noch 3 Kilometer. Sollte aber gehen. Gut, wir brauchen jetzt dann echt bald ein neues Auto, weil das sonst ein bisschen schwer wird hier. Kurven kann man nämlich fast gar nicht mehr fahren, nachdem das Rad vorne weg ist. Räder werden überbewertet, Junge. Ja, ist echt so. So, da vorne ist noch ein Helikopter. Der Heli ist weg. Ach ja, ich wollte gerade sagen, der Heli ist weg. Ja, schönes Ding. Bisschen in die Pampa fahren. Oh shit, ich hoffe, der See ist nichts. Der See ist zu tief. Wir haben ein Problem, Buse, wa? Warum? Weil unser Auto gerade abgesoffen ist. Du solltest jetzt aussteigen, sonst stirbst du. Mit F. Genau. So, den Helikopter, den hole ich schnell runter. Ja, okay. Er zimmert in kurzer Hand einfach mal eine Bazooka aus seiner Tasche. Ja, wir müssen... Das ist ein Auto. Das ist richtiges Glück, weil in der Pump... Oh, shit. Ah, da kommt noch ein Bulle. Ja, den müssen wir jetzt erstmal klären. Oh, scheiße! Tut mir leid! Ey, das war nicht meine Absicht! Das war absolut nicht beabsichtigt! Okay, kein Problem, wir müssen jetzt das Auto klären, pass auf. Dann lass uns das Bullenauto nehmen. Ja, richtig, das ist nämlich ein bisschen schneller. Steig ein. Ja, ich sitze. Ja, super! Wow. Oh, das war knapp. Bei wem läuft das? Beim Busua. Ich fahre mal kurz gegen die Leute hier. Ja, wir haben ein Problem. Ja, kannst. Komm. Ich bin tot. Achso, schade. Ja, warte, ich glaube zu dir. Ich fahr kurz in die Base. Achso, da bist du, hol mich ab. Ja. Steig aus, ich muss fahren. Ach, chill. Nee, steig aus. Ich kenne den Weg nämlich. Du bist so eine Mutti, Alter. Ja, ich kenne den Weg, Da geht's nach Hause. Steig ein. Rein. Aber ohne Tür ist natürlich auch viel cooler. Da kann man nämlich im Gangster-Style viel besser rausschuppen. Also das Polizeiauto ist, glaube ich, nicht schnell genug, aber... Wir geben unser Bestes. Ein bisschen mehr aus, oder? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Achso, wenn du schon redest schnell genug, dann kriege ich Angst, weil dann geht's garantiert wieder um Fliegen. Und... Es geht nicht um die Fliegen, die man zerdrückt, sondern es geht um das Fliegen. Stimmt's? Es geht um das Fliegen mit dem Auto. Ja. Wir müssen nämlich diesen Hang, den du da rechts von dir siehst, hochfliegen, um dann in die Militärbasis zu kommen. So, jetzt haben wir schon die Militärleute hinter uns. Das ist ein Problem. Kusova, wir sind leicht gejagt. Sagen wir, was ist? Leicht.
Aber nur leicht, gut, dass du sagst. Sonst hätte ich Angst bekommen, aber so ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Wir müssen, uns, sagst. Ja, wir müssen uns jetzt auf dieser Schnellstraße. Ich probiere hier nochmal kurz mein Shooting-Skill zu verbessern. Wir müssen uns hier jetzt eine. Oh shit, man, das ist so viel Alter, Polizei. Das ist alles Polizei, du. Wir müssen uns jetzt ein schnelles Auto klären, sonst haben wir ein Problem, wir kommen da nämlich nicht rüber. Sobald du ein schnelles Auto siehst, Feuer auf die Windschutzscheibe, damit wir das Auto bekommen. Ja, klar. Nope. Nee. Irgendwie ist hier gerade nichts los mit schnell. Wow. Ich glaube aber, ich recht in der Annahme, ich sollte eher nicht aussteigen, richtig? Ja, so kann man es nennen, ja. Ich glaube, soweit habe ich jetzt GTA schon verstanden. Ja. Nicht aussteigen. Hier sind wirklich keine schnellen Autos, das ist ein Problem. Vielleicht, dass wir mit meinem Dünenbuggy, Kannst du ihn rufen oder was? Ja, ich rufe ihn mal schnell. Ich probiere nebenbei mal was zu handeln. Vielleicht steht hier am Parkplatz irgendein schönes Auto. Sieht halbwegs vielversprechend aus. Einen habe ich gekillt. Wir sollten es dann bald umsteigen. Du bist tot? Ja. Das heißt, du hast keine Sterne mehr. Das heißt, ja. Und ich bin auch tot. Das ist, okay. Ich sag mal, es ist gut so gesehen, nachdem wir jetzt freie Fahrt haben und keine Sterne mehr haben. Mein Dünenbuggy steht da vorne, ich hol dich ab, ja? Und dann. Ja. Und dann können wir auch schon in die Basis reinbrechen. Du musst dann verdammt schnell sein. Es passt nur einer in den Kampfjet rein. Und du hast sofort 5 Sterne, wenn du in der Basis bist. Die Polizei jagt dich und Anti-Luft-Flugzeugraketen schießen auf dich. Ich weiß nicht, ob du wegkommst. Ich schaff's auch nur manchmal, das heißt, es wird etwas schwerer. So, hier. Das ist mein neues Swaggy-Auto. Okay. Naja, cool ist anders, Junge. Ich mag's. Ja, ja. Das kostet auch nur 20.000. Ja, so sieht's auch aus, Junge. Sei leise. Du hast gar kein Auto, du. Tja. Okay, ich denke nicht, dass es schnell genug ist, aber wir können es versuchen. Da vorne müssen wir jetzt rein. So, perfekt. Der Vorteil an so einem Dünenauto ist nun mal, dass es relativ schnell auch im Sand ist. Okay, ich würde sagen, erster Versuch. Ja, sieht gut aus. Das haben wir geschafft. Okay, wir kriegen nur 4 Sterne. 5, da habe ich mich voll vertan. So, erstmal schnell umdrehen. Gut, wir fahren jetzt erstmal zu den Kampfjets. Wir werden jetzt sofort von tausenden Polizisten gejagt. Das heißt, wir haben ein Problem. Vielleicht snacken wir uns hier. Willst du einen Hubschrauber? Ja klar, ich nehme Hubschrauber. Ich denke nicht, dass wir. Ups, ich denke nicht, dass wir davon kommen, aber wir können es versuchen. Wir können es einfach versuchen. Schnell, beeil dich. Steig ein. Okay, Polizei ist hinter uns, das heißt, wir sollten uns beeilen. Wir sollten uns wirklich beeilen. Nicht vergessen, es ist wieder Nacht. Okay. Ich hab den Start verkackt. Okay, ich fahre, sagen wir es so. Mich jagen jetzt 3 Jets von ihnen. Ich habe ein Problem. Ja, besonders mit dem Heli, Alter. Besonders mit dem Heli, richtig. Hast du gerade einen Jet abgeschossen? Nee. Es ist gerade einer irgendwie runtergehauen kommt vom Himmel. Mein Motor spinnt, nachdem ich vorher ein bisschen gecrashed bin. Okay, da sind 2 Helikopter neben mir. Fliegen wir nach. Gusova, sollte ich schaffen, hole ich dich ab. Wenn nicht, dann eben ja. Nicht, wa? Dann eben nicht, richtig. Hey, sie sehen mich nicht mehr. Sehr gut. Mein Helikopter raucht schon ganz schön verdächtig. Okay. Der Motor fällt immer mal wieder aus. wir haben ein kleines Problem. Aber egal. Ich hole dich mal schnell ab. Die Sterne gehen langsam. Jetzt sehen sie mich wieder? Okay. Warum das? Jetzt nicht mehr? Okay, bisschen komisch. Ich muss ein bisschen auf meinen Motor achten, denn der fällt immer mal wieder aus. Okay. Ich frage mich auch, wie lange man... Ich spiele gerade das Hütchenspiel. Das bedeutet? Plop. Naja, du hast ja manchmal so ein Hütchen am Straßenrand zu stehen. Ach so. Triff sie alle. Ich frage mich gerade, wie lange die Map ist, wie weit man aufs Meer rausfliegen kann, nachdem es hier anscheinend unendlich weit geht. So, Guse, aber ich habe ein Problem, mein Motor funktioniert nicht mehr und ich bin auf offenem Meer. Schade, dann lass dich fallen.
will mich aber nicht fallen lassen. Oh je, ich sinke langsam ins Meer ein. Mein Helikopter, den hast du erwischt. Ich bin jetzt auch irgendwo im Nirgendwo, das heißt, ich habe ein Problem. Wo so war ich? Zieht sich die Schwimmflügel an und geht los. Du warst doch bestimmt schon mal im Urlaub, richtig? Ich hoffe es zumindest. Kennst du das Gefühl, wenn man auf offenem Meer ist, es unendlich weit tief ins Wasser runtergeht und man richtig Angst hat? Ja. Weil man nichts sieht, weil das Blau einfach so unendlich ist? Ja. Da bin ich gerade. Es sieht so krass aus. Ich bin tot, ich bin da. Licht ist gestorben, genau, und kurz danach kam Licht ist gestorben. Okay, ich meine, finde ich es mal ziemlich geil, dass das alles schön auf Deutsch ist. Echt, ohne Witz. Aber bis auf die Sprachausgabe. Ja, okay, das stimmt, die hätten es auch noch ändern können, müssen, sollen, wie auch immer. Aber wirklich, es ist schön, die haben es auf Deutsch gemacht. Das finde ich echt geil. Obwohl ich auch sagen muss, bei der Sprachausgabe, ich denke nicht, dass es so, ich da authentisch rüberkommt, wenn man das dann auf Deutsch umsynchronisiert. Okay. Ich denke mal, das ist schon ganz okay so, dass die das auf Englisch gelassen haben. Es gab bis jetzt auch kein Rockstar-Spiel, das irgendwie auf Deutsch war. Jetzt aber eine ganz andere Sache. Ich würde fast sagen, wir sind mit unserer Mission heute erstmal durch. Weil ich will jetzt nämlich mal die Facecam ausprobieren, ob das dann alles geklappt hat. Yep. Und dann würde ich sagen, habt ihr genug gesehen für heute? Den Rest bezahlt ihr mir morgen. Ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao, ciao.